Hallo ihr Lieben, mein Name ist Philipp und in gewohnter Manier präsentiere ich euch heute die NewHow TV News. Und zwar in Folge 26 mit dem Besten aus der Welt der Technik, was sich in den letzten 7 Tagen ereignet hat. Und den Satz kennt ihr schon, das seht ihr jetzt im Newsflash. Viel Spaß dabei! Heute in die News. Philipp berichtet euch über die neue Pressekonferenz von Apple, ein Android-Gewinnspiel sowie einer irre witzigen Designeruhr. Im Netzfundstück erwartet euch Carsten in einem völlig neuen Gewand. Und die Schlagzeilen bringen euch auf den letzten Stand der Technik für diese Woche. Ja, ihr Lieben, aller guten Dinge sind tausend und zum gefühlten tausendsten Mal stelle ich euch heute wieder eine neue Apple-Schlagzeile vor. Und zwar hat sich da wieder was getan. Apple macht von sich reden. Diesmal hoffentlich wieder positiv. Pressekonferenz angesetzt für den 23. Oktober, also nur noch knapp eine Woche, ja, Dienstag nächste Woche, wenn man es genau nimmt. Da wird im kalifornischen San Jose, im dort ansässigen California Center, hoffentlich ein neues Produkt vorgestellt, womöglich auch mehrere. Und zwar unter dem Motto, we've got a little more to show, wurden sehr, sehr bunte Grußkarten, die wir mal eben hier einblenden, verschickt. Das könnte Folgendes bedeuten, a little more to show heißt a little, vielleicht little iPad in diesem Fall, man weiß es nicht, ein kleines iPad, womöglich sogar in verschiedenen Farben. Man könnte es von der Einladung hier ableiten. Und vielleicht noch mehr Little Things. Und zwar der Mac Mini, der 9to5 Mac berichtet. Da soll es nun auch ein Update geben. Also ein neuer Mac Mini könnte womöglich jetzt auf den Markt kommen. Genauso wie ein 13 Zoll Retina MacBook Pro. Tja, man darf also gespannt sein, so viel aus dem Hause Apple, damit es euch mit Apple nicht zu langweilig wird, weil ich weiß, dass unter euch Android-Jüngern da draußen großer Unmut herrscht und wir diese Woche leider keine Android-News haben, würde ich sagen, verlosen wir einfach mal was in Richtung Android. Und zwar, wie gewohnt, unter all den Leuten, die uns bereits hier abonniert haben oder auch auf NewHow angemeldet sind, schreibt mir doch einfach ins Forum, ich werde dann Thread eröffnen. Schreibt mir rein, warum ihr eine von den kleinen lustigen Android-Plastikfiguren gewinnen sollt, die wir hier gerade einblenden. 2 Stück davon habe ich und ja, schreibt mir einfach und dann seid ihr vielleicht schon nächste Woche ja, glücklicher Besitzer einer kleinen Android-Figur. Ja, so viel dazu. Der Armbanduhrenhersteller Tokyo Flash ist bekannt für irre witzige Uhrendesigns und ist nun mit einem ganz, ganz neuen Design auf den Markt gekommen und zwar mit dem Kisei Mace. Kisei Mace ist nichts anderes als die Umschreibung für ein irrewitziges Labyrinth, was ihr auf dem Uhrendisplay vorfindet, anstatt einer Zeitanzeige. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie man in folgendem Clip sieht. Aber naja, nach einiger Zeit stellt sich da wohl ein Lerneffekt ein und man kann dann von diesem ja durchaus bunten Display mit diesen verschiedenen Verschnörkelungen dann doch noch die Zeit erkennen. Ja. Und für all die Profis unter euch, die Bock auf so eine nerdige Uhr haben, $99 kostet sie jetzt als Einführungspreis für Vorbesteller, 139 soll es dann in Zukunft kosten. Tja, wir sind gespannt. Ich denke mal, wir sollten uns auch fürs Studio demnächst so eine Uhr anschaffen. Ich werde sie auf jeden Fall mal testen. Sieht schnieke aus, das Ding. Und was sich noch so getan hat in der Welt der Technik, das seht ihr jetzt vorgetragen von meinem liebreizenden Kollegen Christian. In den Schlagzeilen. Viel Spaß. Sicherheitslücke in Steam entdeckt. Das Steam-Protokoll enthält eine Sicherheitslücke, über die Angreifer Zugriff auf den Rechner des Spielers bekommen könnten. Insbesondere betroffen sind Nutzer von Safari. Dabei geht es um das Steam-Browser-Protokoll, mit dem die Software unter anderem das Installieren und das Deinstallieren oder das Starten von Spielen einleitet. Nach Darstellung von Revlon wird die Sicherheitslücke derzeit nicht aktiv ausgenutzt. Derzeit ist es noch zu keiner Nachbesserung seitens Valve von seiner Software gekommen. Das Unternehmen hat sich bislang nicht zu dem ausführlich dokumentierten Report von Revlon geäußert. Copyright-Alarm soll Ende November starten. Manche Internetbenutzer in den USA könnten bald fluchen, wenn ihre Lieblingswebseite nicht mehr funktioniert. Das Copyright Alert System soll Ende November starten, wie TorrentFreak.com berichtet. Das Modell sieht mehrere Stufen vor.
Die Rechteinhaber teilen dem Provider zunächst IP-Adressen mit, von denen aus Inhalte unerlaubt heruntergeladen wurden. Die Provider verschicken dann die entsprechenden Nutzerwarnhinweise. Ab der fünften Verwarnung sollen die Provider den Rechteinhabern mitteilen, dass die Hinweise im Fall einer bestimmten IP-Adresse nicht fruchten. Die Rechteinhaber können dann gerichtlich die Herausgabe der entsprechenden Nutzerdaten verlangen und rechtliche Schritte gegen die Betroffenen einleiten. Neues Dashboard bringt den Internet Explorer auf die Xbox. Laut Microsoft ist die neue Version der Xbox 360 Nutzeroberfläche Dashboard fertig und wird ab sofort ausgeliefert. Die größte Neuerung für das Dashboard ist der integrierte Internet Explorer, mit dem der Spieler angeblich vollen Zugriff auf das Internet hat und auch im HTML5 kodierte Videos betrachten kann. Neu ist auch eine Übersicht über kürzlich genutzte Spiele, Filme, Apps und Musik. Auch Bing hat Microsoft verbessert. Jetzt kann auch nach Genres gesucht werden, um etwa gezielt nach Action oder Adventure zu stöbern. Neu ist außerdem das bereits in den vergangenen Tagen vorgestellte Xbox Music, ein im Ansatz mit iTunes vergleichbares Angebot, das auch auf anderen Plattformen von Microsoft an den Start gehen soll, insbesondere auf Windows 8. Moin Leute, Carsten hier mit dem Netzfundstück der Woche. Ihr seht es gleich, ich habe ein richtig heftiges neues Studio. Übertrieben, oder? Ich finde es richtig geil. Ich habe einfach mal 80.000 Euro Miete in Kauf genommen für das Netzfundstück der Woche. Habe es mir so ein bisschen muggelig gemacht. Ihr seht da hinten vielleicht, so hinter dieser abgetrennten Wand, habe ich so ein Jacuzzi mir einbauen lassen. Habe hier vorne ein Parkleitsystem. Ich komme hier direkt mit meinem Beamer reingejumpt und los geht die Show. Ich finde das ganz nice hier. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das so findet. Ich komme mal zum Netzfundstück. Wir haben ja euch immer fleißig gefragt, was ist denn, was euch so einfällt, was euch so im Web über den Weg läuft. Wir hatten da leider, also Facebook, das ist jetzt nicht so eine gute Idee. Das brauche ich ja, glaube ich, nicht mehr zeigen. Das kennt, glaube ich, jeder. Aber wir hatten einen User oder eine Userin mit dem super prächtigen, mega geilen Namen Miss Furzgesicht 93? 92, 92. Miss Furzgesicht 92. Heftig. Geiler Name. Der Vorschlag war spoiledfotos.com. Das gefiel mir und Philipp besonders gut. Wer uns ein bisschen besser kennt, wir stehen ja total auf Quatsch und diese Seite besteht eigentlich nur aus Quatsch. Es geht eigentlich nur um Fotos. Also einfach lustige Fotos, Fotobombs, alles was man so kennt. Man klickt auf das erste Foto drauf und kann dann immer next, 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 next. Super. Also wenn man gerade nichts anderes zu tun hat, kann man das gerne mal, könnt ihr gerne mal raufgehen, spoiledfotos.com, findet ihr auch den Link hier unten. Oder, Christian, auf welchem dieser vielen mega heftigen, ultraneuen Flachbildfernseher zeigen wir das an? Auf dem, hier hinter mir, den riesigen. Ja, gut, ja, ich weiß jetzt nicht, was ihr macht, aber ich fahre jetzt noch ein bisschen hier mit dem Roller rum und wünsche euch viel Spaß auf spoiled.com und gebt doch mal zurück zu Philipp. Ciao. Dankeschön, Christian, für das Vortragen der Schlagzeilen. Danke, lieber Carsten, für das Netzfundstück der Woche. Und danke euch allen zu Hause. Ein spezieller Dank an euch für all die Abos, das Favorisieren, das Liken, das Sharen und speziell auch für die vielen Kommentare. Denn aus diesen Kommentaren gewinnen wir auf jeden Fall einige Erfahrungen, was denn euch an dieser Sendung begeistert und was wiederum nicht. Deswegen postet weiter fleißig Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber, auch über jede Kritik. Ja, so viel von meiner Wenigkeit. Ich verabschiede mich ins Wochenende und wünsche euch eine ereignisreiche Woche in der Welt der Technik. Und dann sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann. Ciao, ciao.